Herzlich willkommen, zweite Folge gerade auf dem Marsch. Ich habe den Hänger mit dem LKW aufgerichtet. Ich dachte erst, das dauert länger, ging aber schnell. Dass ich mir erst, das habe ich eher befürchtet, dass ich mir einen Radfahrerkreuz hätte kaufen müssen oder ein zumindest ein Ausleihen. Ging aber so. Glück gehabt. Und jetzt fahren wir halt zum Sägewerk. Wenn wir den Punkt finden, genau. Den wollen wir haben. Sägewerk heißt um die Ecke. Nicht weit. So, die beiden Fahrzeuge düngen nach wie vor. Sind ja auch große Felder. Flächenmäßig gesehen. Tja, so machen wir immer weiter. Ja, das ist ein voll gewesen heute, der LKW. Müssen wir sehen, ob wir das nächste Mal ein bisschen weniger nehmen. Wir brauchen mehr Holz, ne? Das reicht noch nicht lange. Paletten. Ups. Ein Rempler. Ah, ein paar Beulen können wir vertragen, ne? Ja, aufladen sollte eigentlich nicht. Ja, jetzt muss ich überlegen. Spannengurte weg und abladen. Ich finde immer schön, wenn das grafisch dargestellt wird und das Lager sich füllt. Und zwar deutlich. Aber einer will nicht. Naja, gut. Das ist nicht so schlimm. Mal kurz aufladen und dann noch mal reinkippen. Bitte dichter ranfahren. Manchmal ist auch ein Stück Holz buggy, warum auch immer, keine Ahnung. Solange es noch ein kleiner ist, ist nicht schlimm. Ansonsten fahren wir in den LKW rein. Und dann wieder direkt abgeladen. Gut, alles hingebracht. Wenn wir im Prinzip kurz überlegen. Ich dachte, den Null, das verstehe ich noch nicht ganz. Wir werden mal sehen. Bretter verkaufen. Damit nicht nachts fahren müssen. Lass mal stehen. Wir werden jetzt ein bisschen Paletten verkaufen. Hoffen mal, dass ein paar schon produziert wurden. Ein paar stehen ja noch. Da muss der Hänger hin. Der ist da. So. Das machen wir gleich daneben. Und laden wir gleich auf. Und dann haben wir nämlich welche rausstellen vom Sägewerk und Personal. Ja, da haben wir es drinnen. Hackelt, ja. Wetterpalette. Gehen wir auf Leerpalette. Nehmen nur 6 Stück raus. Ja, ist halt so, ne? War es zu wenig Holz da. Leider. 6 Stück. Das heißt, sie werden ein bisschen warten.
Dann nehmen wir kurz aus. In der Zeit, wo wir warten, werden wir gleich noch ein paar Bäume sehen, abfällen. Und Kontrolle machen wir die gerade machen. Nimmt Gestalt an. Dann ist er hier fast auf der 4 fertig. Naja, fast ist gut. Ein bisschen dauert noch. So. Hier müssen wir auch normalerweise fräsen, ne? Das machen wir gleich, weil so oft festfahren wollen wir eigentlich nicht. Hat auch so einen Anhänger mal stehen. Ein bisschen mehr Gas geben. Das wollte ich behalten, ne? Also das wollen wir mal tun, ne? Oh, Anhänger kommen wir jetzt gleich. Fangen wir vorne an. Thank you.
wieder zu hoch machen. Aber so machen wir das vorne rein. Letzte Folge war 23. Feld 4. Das bezahlt uns keiner. Und jetzt geht er zurück, nachdem wir eingeklappt haben. Zurück zum Hof. Und Gas geben. So, was macht der andere da oben? Ah, der braucht noch ein bisschen. Dann können wir gleich abschließen und haben Geld verdient. Mit dem kann man am meisten verdienen. Das ist so. Na, das wollten wir. Thank you.
Traktoren. Wir haben ja aus dem Glaspaket noch einige, wo man zuschlagen könnte. Wo wir mal testen könnten. Reden nur zwei Stück, ne? Von den großen Traktoren. Weil der Fett ist eigentlich ein großer. Aber das ist wieder ein anderer. So. Da haben wir ihn. Breitreifen. Der genügende Breitreifen. Motorausführung nehmen wir mal. ...455 PS, werden wir schon brauchen. Trelleborg, passt. Ich habe nicht genügend Geld. Was kosten die? Garage, Fan verkaufen. Wir wollen so einen Lärmbomben nicht haben, ne? Warum sind die Dinger da vorne? Eigentlich schade, aber oh, gut. Wie gesagt, wenn es vom Ton nicht passt, ist es immer schlecht. Wo war meine Maus hin? Wenn meine Maus aus dem PC aus, also aus dem Bildschirm ausbinden, ist es schlecht. Gut. Da haben wir die Maus wieder. Denn wenn ich mit der Maus auf einen anderen Bildschirm gehe, dann kann ich mir sicher sein, dass zu 100% die Lenkung nicht funktioniert. Ich muss mal angucken, anderen Glas gucken, wie viel PS der haben könnte. Bisschen kräftiger, ne? Das mal nehmen. Und der hat Pflegebereifung. Zwillingspflegebereifung. Das ist auch was. Ein großer Traktor mit viel PS hat. Ja, gut. Aber Breitreifen, das reicht für die meisten Fälle. So, 4000. Zurück. So. Da haben wir einen Teil, wenn wir das haben wollen. So, gehen wir Richtung. Jetzt bin ich raus. Schlecht. Aber die Folge ist ja fast zu Ende. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zum Job. Weil. Die Lenkung ist jetzt garantiert. Ja, wie gesagt, ist weg. Und neueste Errungenschaft. So, liebe Leute und Zuschauer, ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke, ciao, ciao. Und hört und sieht sich dann zur, hoffentlich zur nächsten Folge. Tschüss.